Ein herzliches Willkommen zu meinem ersten Let's Play überhaupt. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es ein langes Let's Play wird, aber man weiß schon, wie sich die Sachen entwickeln. Ich habe noch nie eins gemacht, also sprich noch nie ein Let's Play gemacht. Und ich wollte einfach mal schauen, ob das mir selber Spaß macht, wenn ich da mein Spielgeschehen kommentiere oder ob das absoluter Unsinn ist. Andere haben es vorgemacht, war interessant zu sehen. Jetzt wollte ich mal sehen, wie ich mich da selber schlage. Seid nicht zu böse mit mir, wenn da der eine oder andere Sprachfehler drin ist oder wenn da auch gewisse sprachliche Qualitäten fehlen. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Man wird es am Akzent hören, aber das macht nichts. Wenn ihr noch dabei seid, dann freue ich mich, denn wir steigen gleich ein. Optionen habe ich ein bisschen die Lautstärke zurückgestellt. Ansonsten müsste eigentlich alles funktionieren. Dann starten wir mal. XCOM, Enemy Unknown, let's go. Ja. Was wäre denn klassisch? Ein extreme Herausforderung. Nee, das glaube ich jetzt weniger. Fortgeschrittene Option, Iron Man. Habe ich zwar schon teilgenommen, aber was ist denn das hier? Spiele mit einem einzigen Spielstand, der automatisch aktualisiert wird, während du im Spiel voranschreitest. In Iron Man Modus bleiben deine Entscheidungen und die Konsequenzen bestehen. Ich habe das noch nie gespielt. Ich glaube, das lasse ich sein. Tutorial, ja, eindeutig. Was? Dampfspalten ermöglichen den Bau von Erdwärmekraftkern. Es kann sich lohnen, so schnell wie möglich danach zu graben. Okay. Graben. Graben, graben, graben. Recht hat, hat er recht. Ist das Deutschland? Ist doch eine Haltestelle, zeige ich oben. Hallo, Commander. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Viel Glück, Commander. Okay, anscheinend sind wir nicht. Das war der letzte Funkspruch, Sir. Verbindet mich mit Voodoo 3-1. München, Deutschland. Ja, Hofbräuhaus, wo hoffentlich stehst du noch. Einsatzbesprecher, unbekannte Flugobjekte als intelligent eingestellt. Ihr werdet nach Deutschland verlegt. Um 19 Uhr Ortszeit sind dort mehrere unbekannte Objekte auf die Erde gefallen. Da es sich nicht um einen abgestürzten Satelliten handelt, gehen wir davon aus, dass diese Objekte außerirdischen Ursprungs sind. Kurz nach dem Aufprall gingen bei den deutschen Behörden Berichte über Massenhysterien und Wetterkapriolen an einer der Einschlagstellen ein.
Dann wurde es finster. Um 21 Uhr stürzte dann ein Hubschrauber mit einem deutschen Spähtrupp in dem Gebiet ab, nachdem er zuvor beschossen worden war. Deutschland ist bekannterweise Mitglied des Rates und hat uns um Hilfe gebeten. Unsere Aufgabe ist es, die Situation am Boden zu erkunden, den aktuellen Status des deutschen Spähtrupps zu ermitteln und die außerirdischen Objekte zu untersuchen. Central out. Okay, wo waren wir? Unbekannte Flugobjekte als intelligent eingestuft. Möglicherweise außerirdischen Ursprungs. Unerklärliche Vorkommnisse an der Anschlagstelle Deutscheinheit FSLK, das sind die USK, 200 als vermisst gemeldet. Okay, beurteilen Sie die Lage und finden Sie die deutschen Spähtrupps und so. Okay. Jetzt müssen wir München retten. Wollen wir das? Central, hier Big Sky. Ich glaube, wir haben die Absturzstelle gefunden. Roger, Voodoo 3-1. Gibt es Aktivitäten? Negativ. Hier ist alles still. Okay. Landet in der Nähe. Verstanden, Central? Verstanden, Delta. Eins nach dem anderen. Raus aus der Schusslinie und in Deckung. Die Urheber des Chaos könnten noch in der Nähe sein. Delta One, alles klar. Geh hinter den Trümmern direkt vor dir in Deckung. Eine ganz kurze Pause, weil ihr habt vielleicht gesehen, dass Steam, beziehungsweise Steam an sich, stört mich gerade rechts unten. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, da wäre ich wieder. Bei euch ist ein Sekundenbruchteil vergangen, wenn überhaupt. Ja, München sind wir. Als Schweizer habe ich da teilweise nur gute Erinnerungen dran. Ich mag mich an Fußball erinnern. FC Bayern. Naja, haben wir halt öfters mal verloren. Gehört ja normal dazu. Also, wähle mit dem Maus eine markierte Position und... Okay, rechte Maus, um diesen Soldat zu bewegen. Habe ich doch die. Wie kann ich denn hier zoomen? Oh, okay. Rechte Maustaste. Ah, das ist mein Bewegungsfeld, nehme ich an. Das Spiel lässt mich gar nicht hin, wo ich hin möchte. Erlaubt mir nur das. Okay, dann halt. Schön machst du das. Ein Soldat kann sich bis zu zweimal pro Runde bewegen. Die Anzahl der verbleibenden Bewegungen wird in der Einheitsfahne des Soldaten angezeigt. Okay. Gut, dann jetzt zu dem Fahrzeug in der Nähe. Das ist ein deutsches Polizeifahrzeug. Steht da völlig einsam? Sie sind wohl gerade am Donuts holen. Muss jetzt das der gleiche Herr wieder machen? Okay. Von Deckung zu Deckung. Jetzt du. Los, zu den Trümmern. Das Halten und Bewegungsposition anzeigen mit Bewegungsmodus verlassen. Okay, den Teil habe ich verstanden. Die gleiche Deckung wieder benutzen. Dieses Ding wird nicht viel Deckung liefern, aber besser als nichts. Geradeaus ist eine vollständige Deckung. Geht darauf hin. Das ist eine halbe Deckung? Ah, das ist ein ganzes Schild. Alles klar. Hier bin ich vollkommen nach vorne gedeckt. Macht natürlich viel mehr Sinn. Delta 3, zu dem Fahrzeug direkt voraus. Wollen wir das? Was ist das für ein Fahrzeug denn bitte? Das sieht aus wie ein Volkswagen. Klassisch deutsch. Gehen wir hin. Zentrale, hier ist was. 30 Meter nördlich meiner Position. Ein Polizeifahrzeug. Roger, weiter zum nächsten Fahrzeug für einen besseren Überblick. 30 Meter links? Nur zum Geier. Du verwirrst mich. Delta 4, überprüfen. Er ist weit von ihrer aktuellen Position entfernt und es gibt keine Deckung. Also Beeilung. Keinen Moment Ruhe hat man hier. Oh, Spurten. Sieht gut aus.
Renn! Was zum Teufel? Was ist los, Delta V? Bericht! Sieht aus wie einer vom Spähtrupp, Sir. Sieht aus wie etwas... Und ist es, Delta V? Negativ, Sir. Das ist jemand anders. Dr. Valen, was sagt er? Hilfe? Er sagt, Hilfe. Der Funkspruch wurde nördlich der aktuellen Position des Trupps abgesetzt. Der Deutlichkeit nach zu urteilen, wahrscheinlich von innerhalb eines Gebäudes. Danke, Doktor. Delta, vorrücken und in das Gebäude eindringen. Und denkt dran, bleibt in Deckung. Ich nehme jetzt mal an, da ist die deutsche Übersetzung schuld, beziehungsweise die deutsche Lokalisierung. Dieses Hilfe war vermutlich hochdeutsch in der englischen Version. Sonst macht das gar keinen Sinn. Also, ein Soldat kann über große Entfernung sporten. Das verbraucht beide Bewegungen und verändert seinen Zug. Kann er währenddessen nicht schießen, oder? Naja, man sporte los. In dieser schweren Rüstung. Oh. Da sind wir. Okay, wir bewegen Sandra, uns. Hier ist jede Menge Blut. Roger, sieh nach, wo es herkommt. Aus dieser Bushaltestelle, oder? Sag mal, ist der von hier da reingetorkelt? Ach, egal. Sandra, ich glaube, ich habe soeben einen aus dem Spähtrupp gefunden. Vielmehr seine Überreste. Aber es macht keinen Sinn. Sieht aus, als wäre er schon seit Wochen tot. Noch verwunderlicher ist die Todesursache. Es sieht aus, als wäre er ausgeweidet worden, als etwas von innen aus ihm rausgeplatzt ist. Sir, ich sehe das Objekt. Er bitte Erlaubnis zur Annäherung. Es ist die einzige Deckung bis zu dem Gebäude und wir wissen immer noch nicht, was sich da draußen herumtreibt. Erlaubnis erteilt. Also, habe ich das richtig verstanden? Hier drin ist eine Leiche, der hat vermutlich auf den Bus gewartet, oder? Was steht denn hier auf dem Werbeplakat? Wir hatten hier Spaß, nicht? Sarkastisch. Dann gehen wir mal zu diesem komischen Objekt. Bitte melden, Soldat. Was ist es? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich kann bestätigen, dass es kein Satellit ist. Roger. Okay, Delta. Ihr seid fast im Gebäude. Weiter. Das könnte alles Mögliche sein. Ein Springbrunnen vielleicht? Okay, Leute. Dann mal rein da. Delta One, da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. Jetzt macht mich das Spiel noch zum Voyeur. In Position. Alles klar. Verstanden. Rein da und in Deckung. Ich würde gerne eigentlich was anderes machen. Muss ich das? Ich habe ein bisschen Angst davor. Naja. Oh. Delta 2, die Tür ist im Weg. Weg damit. Puh, Türe sprengen. Verstanden. Meine Spezialität. Moment. Rennen wir jetzt durch die Tür? Was machst du? Klopfen? Okay, die moderne Art des Klopfens, ich sehe das. Die Tür ist eh schon offen, na klar. Zentrale, wir haben Sichtkontakt. Ziel ist bewaffnet. Verstanden, Delta 3. Okay, alle auf Position. Aber nicht nähern. Doktor, versuchen Sie mit ihm zu kommunizieren. Er soll die Waffe fallen lassen. Ich werde es versuchen. Hallo? Können Sie mich hören? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Er scheint unter Schock zu stehen.
Augen offen halten. Mir gefällt das nicht. Da geht es mir nicht anders. Also das Spiel gefällt mir schon, aber muss ich jetzt da tatsächlich an dieses nebulöse Ding ran? Oh. Na klar. Warum die Türe nehmen, wenn es ein Fenster hat? Ist ja völlig klar. Verstehe ich völlig. Okay, wir nähern uns ganz langsam dem Ding. Also ehrlich gesagt, ich würde es nicht machen. Delta 3, reingehen und entwaffnen. Aber Vorsicht. War nicht vorher noch der Befehl, sich dem Ding nicht zu nähern? Warum zum Geier muss ich jetzt das doch machen? Gibt es eine andere Möglichkeit? Ich will nicht. Das kann niemals gut ausgehen. Scheiße. Hallo? Er ist am Boden. Delta 1 ist am Boden. Central, wir werden von mehreren X-Rays beschossen. Ich sitze in der Klemme. Heftiger Beschuss. Mist. Delta 2, du wirst auch flankiert. Such bessere Deckung. Das ist ein Scherz, oder? Die waren doch gerade noch zu viert. Wenn es jetzt Battlefield 2 wäre, würde ich den Commander Hals wechseln wollen. Das kann ja niemand überstehen so. Ich traue dem Spiel nicht mehr. Das führt mich ja völlig in die Falle. Ich will woanders hin. Okay, Delta 2, Feuer frei. Bereit machen zum Feuern. Drücke Eingabe, um die Steuerung für die taktischen Kampf zu öffnen. Bewirke mit. Okay. Probier es mal aus. Verursacht bis zu 4 Schaden. Ist das jetzt viel oder wenig? Ich habe keine Ahnung. Das Exit-Zeichen. Okay. Chance auf Treffer. Zielsicherheit, Reichweite. Was? Autopsie nötig. Unbekannter Gegner führe eine Autopsie durch, um mehr zu erfahren. Legen Sie doch bitte mal die Waffen hin. Ich möchte gerne mal Ihre Innereien prüfen. Feuer, Feldposten, Splittergranate, Entdeckung. Entdeckung bin ich schon. Feuer mit den beiden Pfeifen und oder dann Eingang. Okay. Nee, da schalte ich das Ziel durch. Ach nee. Ich sehe gerade, da schalte ich nicht nur das Ziel durch, sondern auch noch. Alles klar. Wenn ich 1 drücke, macht es automatisch. Mach. Guter Schuss. Delta 4, du kannst jetzt da raus. Los, lauf in Deckung. Okay, es steht wenigstens wieder 2-1. Kennen wir ja auch vom FC Bayern. Da gehen wir natürlich sofort hin. Jetzt wirf deine Granate auf den Feind vor dir. Drücke Eingabe. Okay, eine Granate. Dein Wunsch sei mir Befehl. Okay, Kommando, du kannst bleiben. So schlimm ist es noch nicht. Oh, okay. Das wäre von oben drüber, das wäre dahinter, das werde mich aber vermutlich nicht machen lassen.
Mal probieren. Doch, alles machen für ihren Gegenangriff. Vorsicht, Delta V. Da kommt noch einer von hinten auf dich zu. Verdammt. Jetzt liegt's an dir, Delta 2. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst. Das habe ich doch davor schon gemacht. Q und E, um die Kamera zu drehen. Das habe ich doch schon probiert. Ah, jetzt geht's. Komisch. Ich habe genau das gleiche davor schon versucht. Ja. Ist das eigentlich 10 kleine Negerlein, oder? Trau mich nicht. Gut so. Von dieser Position hast du ein freies Schussfeld. Feuer! Leg mal los. Sandra, ich glaube, das war's. Es ist vorbei. Roger, Delta. Berg die Leichen und kehr zum Sky Ranger zurück für sofortigen Abzug.